So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, ich bin schon live. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das klappt. Yes. Okay, ah, Melanie ist mit dabei. Wunderschönen guten Morgen. Nach Köln. Bin ich gut zu sehen und zu hören? Ja, klappt. Wunderbar. Sehr schön. Facebook, bitte lass mich dann auch noch von allen Teilnehmern finden, die wissen möchten, wie sie ihre Ziele erreichen. Auch wenn das bislang mit dem Manifestieren nicht geklappt hat. Wir lüften das Geheimnis heute Morgen. Wir lüften das Geheimnis, wie du deine Ziele erreichst. Auch wenn das bislang mit dem Manifestieren nicht geklappt hat bei dir. Lass uns heute darüber sprechen. Genau. So. Ich hoffe. Internet. Nein, ich hoffe nicht. Wer hofft, befürchtet das Gegenteil. Ich habe eine enorm stabile Internetverbindung heute. Bin gut zu sehen und zu hören. Richtig? Klappt das? Okay. Gut, ja, live. Live läuft. Ich sehe zwar keine Kommentare, aber ich sehe, die Zuschauer sind da. Sehr schön. Und noch mehr Zuschauer kommen rein. Wunderbar. So großartig. Wie schön, wie du deine Ziele künftig erreichst, vor allem wenn das mit dem Manifestieren bislang bei dir nicht geklappt hat. Ich würde dich heute mal gerne dazu einladen, tatsächlich mit dem Herzen hinzulauschen, statt mit dem Denker zuzuhören. Okay, nochmal. Ich würde dich gerne dazu einladen, mit dem Herzen hinzulauschen, statt mit dem Denker zuzuhören. Ja, schau mal, dass du so 50% da hinkriegst. 50% mit dem Herzen hinhören und 50% mit dem Denker zuhören. Also lehn dich zurück, lass mal auf dich wirken, beobachte auch mal, was es so alles in dir denkt, was so in dir aufkommt. Und ja, dann lass uns über das Ziele erreichen sprechen. Weil nur wenn du dein Ziel und deinen Seelenplan kennst, kannst du auch den richtigen Weg finden. Nur wenn du dein Ziel, und zwar dein Ziel, nicht irgendein Ziel von irgendjemand anderem, was wir übernommen haben, kenne ich nur zu gut aus meinem früheren Leben. Ah, es ist anscheinend schick, eine Yacht zu haben. Ja, dann muss eine Yacht auf meine Zielcollage und solche Dinge. Ja, werden wir gleich im Detail drüber sprechen. Also, nur wenn du dein Ziel kennst und deinen Seelenplan in der Kombination, kannst du auch den richtigen Weg finden. Meine Liebe, mein Lieber, wenn wir auch Männer hier dabei haben, Kommentare sehe ich gerade nicht. Du bist hier genau richtig, wenn du es auch leid bist, dir Ziele zu stecken, Vorsätze zu nehmen, Vorsätze zu stecken, ja, Vorhaben in deinem Kopf zu realisieren, wie auch immer, weil du im Vorfeld schon weißt, dass du sie wahrscheinlich doch nicht erreichen wirst, weil du das ja schon so oft gemacht hast und das hat ja sowieso nicht funktioniert und weil du deshalb schon an dir zweifelst, es dir vielleicht auch an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen mangelt und du aber dennoch spürst, da muss noch mehr in meinem Leben da sein, weil es gibt ja auch Menschen da draußen, die machen ihr Ding. Die leben ein freies Leben, gerade jetzt in dieser besonderen Zeitqualität, die wir haben. Die leben ein freies Leben und wenn du auch spürst, auch für dich muss es nicht nur mehr im Leben geben, sondern du trägst da irgendwie eine Botschaft in dir, die du gerne mit der Welt teilen möchtest. Aber du weißt nicht, erstens, wie du an sie herankommen sollst, geschweige denn, wie du sie auch mit der Welt teilen sollst, beziehungsweise was so der nächste richtige Schritt ist. Und auch, das ist ja auch meine Geschichte,
Du fühlst dich in einem Beruf, ja, gefangen, der dir zwar ein ganz gutes Einkommen noch beschert, jeden Monat so X auf dein Konto so automatisch fließt, aber du merkst immer mehr, dass ja, du da fehl am Platz bist, dass der nicht mehr wirklich dir entspricht, dass du es auch auf gewisse Art und Weise leid bist, dir von anderen den Tag vorschreiben zu lassen, wann du wo zu sein hast, wie viele Stunden du irgendwo zu sein hast. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du eigentlich schon seit du denken kannst, auf der Suche bist nach dem, was dich wirklich ausmacht. Vielleicht hast du auch schon ganz viel Tolles geschafft, aber immer noch nicht das Gefühl, angekommen zu sein. Vielleicht hast du immer noch nicht wirklich das Gefühl, angekommen zu sein. Vielleicht hast du auch schon etliche Ausbildungen gemacht, Readings, astrologische Auswertungen, Aufstellungen und was auch immer man da so alles machen kann. Und dennoch hast du das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Und im Hinblick auf Manifestation, vielleicht hast du auch schon gefühlt tausendmal versucht, dir eine neue Arbeitsstelle, eine neue Wohnung, mehr Geld, mehr Gesundheit, was auch immer zu manifestieren. Das mit dem Parkplatz bestellen, das kennst du zwar, aber in den anderen Bereichen klappt es nicht. Da werden wir heute Morgen das Geheimnis lüften, wie das geht. Auch für dich. Und vielleicht hast du auch schon etliche Stunden damit verbracht, Zielcollagen zu erstellen, weil du irgendwo gelesen oder gehört hast, dass du sowas brauchst. Und dennoch bist du vielleicht gerade jetzt wieder kurz davor, deine Träume aufzugeben, wieder zu begraben, weil du denkst, dass das bei dir nicht funktioniert oder weil du, und da gehörte ich ja auch mal dazu, dir vielleicht schon gar nicht mehr erlaubst, groß zu träumen, weil du überhaupt gar nicht mehr weißt, was sind denn überhaupt meine Träume, wo will ich denn überhaupt hin? Ja? Okay, du merkst schon, es wird spannend heute Morgen. So schön, dass du dabei bist. Ich habe heute Morgen auch gerade eben noch den Impuls gehabt, mal noch eine Karte zu ziehen. Die würde ich dir mal gerne vorlesen, weil das bringt nochmal auch so vieles auf den Punkt. Wir werden ja auch darüber sprechen, das Ding mit der Komfortzone verlassen. Und diese Karte hier, ich habe eben um eine Botschaft gebeten für dich, für heute hier, für das Sonntag Live. Schließ mal gerne die Augen und lausch mal hin mit deinem Herzen. Erkenntniswege sind niemals einfach, weil sie Veränderungen in dir bewirken müssen. Und nichts ist euch Menschen so verhasst, wie euch zu verändern. Ihr wehrt euch mit all eurem Sein, Altes loszulassen, auch wenn das Alte noch so schmerzhaft ist. Dabei ist das Leben nicht schmerzhaft. Wahres Leben ist Friede und Freude, ist Eingebundensein in die Unendlichkeit, in Zeit und Raum. Fließen lassen, empfangen und geben, das ist das ganze Geheimnis des Lebens. Übrigens eine Karte von einem unserer, ja, Geschäftspartner, mit dem ich auch schon wunderbare Geschäftspartner, klingt so förmlich. Mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Rudi Alexander Daniel, eine Relogos-Karte. Genau. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du ja auch, dass es die spirituelle Therapie online gibt und in dem Kontext ist der Rudi Alexander Daniel vielleicht ja auch bekannt. Okay, gut, nur Quellenhinweis für die Karte mal. Also Erkenntniswege sind niemals einfach, weil sie Veränderungen in dir bewirken müssen und nichts ist euch Menschen so verhasst, wie euch zu verändern. Das hat was mit unserem Stammhirn zu tun, das mag einfach keine Veränderung. Unser Stammhirn mag einfach keine Veränderung, weil es da keine Referenzpunkte hat. Unser Stammhirn möchte Gewohntes, möchte in der Komfortzone bleiben und auf der anderen Seite, ja, haben wir das Gefühl, nee, das Leben ist nicht so, wie ich es wirklich gerne hätte. Und dann sind wir gefühlt ewig auf der Suche nach Veränderung. Und dann ist so ein Wort aufgekommen, das sich da nennt manifestieren.
Und ich habe tatsächlich mal gegoogelt, was heißt denn überhaupt manifestieren? Manifestieren heißt, sich klar zu erkennen, sich klar zu geben, sich zu zeigen. Manifestieren ist etwas, das durch Gedanken, Gefühle und Überzeugungen in ihre physische Realität gebracht wird. So heißt es im Sprachjargon. Und da geht auch schon außer vor, drei Dinge sind ganz wichtig. Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Sprich, dein tiefster, unerschütterlicher Glaube an dich selbst. An das, was du bist und an das, was du wirklich hier auch erreichen möchtest. So, jetzt kommt natürlich die Frage auf, was bist du überhaupt? Wer bist du? Wir kennen das so von Vorstellungsrunden. Ne? Wenn wir fragen, wer sind Sie oder wer bist du, dann sagt man seinen Namen. Und wenn man dann gefragt wird, ja, wer bist du denn? Dann sagt man vielleicht noch, ja, was man beruflich macht. Man sagt vielleicht noch, dass man verheiratet ist oder Kinder hat oder was auch immer. Und wenn das Gegenüber dann nochmal dich fragen würde, wer bist du denn wirklich? Oder man uns fragen würde, dann kommen wir schon mal ein bisschen ins Straucheln unter Umständen. Wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Darf ich dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du in Wahrheit ein unendlich großes Wesen bist, das diesen physischen Körper hat, aber du bist nicht dieser Körper. Du bist in Wahrheit ein unendlich großes Energiewesen. Alles ist miteinander verbunden, das wissen wir aus der Quantenphysik. Max Planck, Albert Einstein als Stichwort. Und so bist auch du ein Teil dieses großen Ganzen. Das klingt nur für unser Gehirn so unendlich groß, dass wir es wiederum nicht greifen können. Und warum fällt es uns oftmals so schwer, wirklich auch groß zu denken? Nicht nur, weil in der Kinderstube oder wann auch immer ganz viele Schleier über uns gelegt wurden, sondern weil wir auch in diesem Körper uns gepresst haben und man es uns nie beigebracht hat, auch wirklich ganz groß uns immer wieder auszudehnen in unser unendlich großes Wesen. Geschweige denn, dass man uns erzählt hätte, also mir ist noch niemand begegnet, einschließlich mir selbst, mit dem man in der Kinderstube schon früh über solche Dinge gesprochen hat, dass alles für uns möglich ist. Dass wirklich alles für uns möglich ist, dass wir alles erreichen können, was wir wollen. Und dass alles, was wir im Außen finden, zwischen unseren Ohren entsteht, hier in unserem Kopf. Wir haben ganz viele Dinge aufgenommen, das Leben ist kein Ponyhof. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern so ist es, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Wie wäre es, wenn ich dich dazu einladen darf, das mal alles zu hinterfragen? Oder auch, das Leben ist hart und ungerecht. Ist auch so ein ganz, ganz heftiger Satz, der in unserem Unbewussten wirkt. Wie wäre es, wenn du dich dem Gedanken öffnest, das mal alles zu hinterfragen? Und wie wäre es auch, wenn du dich dem Gedanken öffnest, dass es ab heute nicht mehr darum geht, in der Vergangenheit rumzuwühlen, nach weiteren Glaubenssätzen und Mustern zu suchen, nochmal Aufstellungen zu machen, nochmal Transformationen, nochmal Readings, nochmal gucken, wie der Mond in welchem Zenit steht, zu den Sternen, keine Ahnung. Wie wäre es, wenn du dich dem Gedanken öffnen würdest, ab heute, dass alles ganz leicht und frei zu dir fließt. Es ist alles eine große Energie. Alles fließt, alles will auch fließen. Und nur da, wo diese Energie ins Stocken geraten ist, entstehen Energieknoten. Und es fließt nicht mehr. Wie wäre es, dich dem Gedanken zu öffnen, dass ab heute alles
ganz leicht und frei zu dir fließt, wenn du dir erlaubst, zu empfangen auch tatsächlich. Nochmal, wenn du dir erlaubst, zu empfangen, und zwar all die Energien, die du jemals abgegeben hast, wann auch immer, an wen auch immer und warum auch immer, die aber zu dir gehören. Und wenn ich alle Energien erwähne, dann meine ich auch alle Energien. Inklusive der Geldenergie. Weil Geld ist nichts anderes auch als eine Form von Energie, zu der wir aber ein sehr unheilsames Verhältnis haben. Anderes Thema. Am Manifestieren sind wir. Was ist wichtig? Was ist wichtig und warum hat es bei dir eben nicht geklappt? Also ich zähle jetzt keine Dinge auf, warum das bei dir wahrscheinlich nicht geklappt hat. Du findest das jetzt hier beim Hinhören eh in dir heraus, wo der Fehler im System bis eben lag. Und feier dich für die Erkenntnisse, die du heute Morgen hier bekommst, dass du dich jetzt auf einen anderen Weg begeben kannst. Deine Mission zu erkennen, deinen Seelenplan zu erkennen und wirklich auch dich traust, dem Ruf deiner Seele zu folgen. Und was braucht es dazu? Dazu braucht es, dass du dir erlaubst, wirklich über den, ich nenne es jetzt mal nicht Komfortzone, sondern ich gebe dir mal ein anderes Bild damit auf den Weg, über den Tellerrand hinauszuschauen. Oder über diese Box hinauszuschauen, in der du dich bis eben befindest. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wunderbare Übung dazu ist, dir auch mal ein Blatt Papier zu holen und dir mal aufzuschreiben, wenn wirklich alles für mich möglich wäre, Klammer auf, Klammer zu, es ist alles für dich möglich, nur dieser Satz, wenn alles für mich möglich wäre, der öffnet dir mehr einen Raum, weil dann der Kopf nicht so sehr rebelliert. Ja, das geht ja nicht für mich und, und. Wie würde ich dann wirklich leben? Wo würde ich leben? Mit wem würde ich meine Zeit verbringen? Und was auch immer. Wie würde ich mich kleiden? Was würde ich essen? Wie würde ich mich fühlen? Welche Ausstrahlung hätte ich? Was auch immer. Welche Verbindung hätte ich zu meiner Familie, welche Menschen hätte ich um mich herum, was auch immer. Und da in der Richtung wirklich mal zu beginnen, ganz, ganz groß zu denken und dich gleichzeitig auch mit deiner Seele zu verbinden. Und das geht gerade in der jetzigen Zeit, wo wir uns auf die Rauhnächte zu bewegen, wo auf der einen Seite viel Dunkelheit uns umgibt, zum 21., dann werden die Tage wieder länger. Aber wir haben auch gerade jetzt so eine ganz besondere Zeitqualität, die dich dabei unterstützen kann, wirklich dich in der Stille mit deiner Seele zu verbinden, weil auch Weihnachten ist ja auch das Fest der Ruhe, der Einkehr, der Stille. Nicht das, was wir inzwischen draus gemacht haben, auch nochmal ein anderes Thema, aber auch da hast du für dich die Entscheidung, wie willst du es haben, auch an Weihnachten zum Beispiel. Also, ganz wichtig, dass du dich auch in der Stille mit deiner Seele verbindest und fühlst. Unsere Seele kommuniziert mit uns, deine Seele kommuniziert mit dir über die leise Sprache der Gefühle. Deshalb die Frage, was fühlt sich für dich wirklich, wenn du dir erlaubst, über den Tellerrand hinaus zu denken, wirklich stimmig an, wenn alles für dich möglich wäre. Und unter diesem Aspekt dir mal klar darüber zu werden, das, was du dir bis eben als Ziele vielleicht gesteckt hast, ob das wirklich deine Ziele sind oder ob das nur Dinge sind, wie ich das von meinem früheren Leben auch kenne, die man irgendwo aufgeschnappt hat, das Traumhaus, die Yacht, die Villa, keine Ahnung was, dass ich das auf meiner Zielcollage hatte und glaubte, das muss ich haben.
Für mich persönlich habe ich herausgefunden, es ist viel, viel wertvoller, völlig frei und unabhängig zu leben. Und zwar dort mich aufzuhalten, auf dieser Welt, wo es mir gerade gefällt. Und wenn der Ort, wo ich mich gerade eingemietet habe, mir nicht mehr gefällt, dann wechsle ich halt den Ort. Das sind meine Dinge. Das ist der Grund, warum das mit dem Manifestieren in meinem früheren Leben nicht geklappt hat, so sehr ich auch auf eine Zielcollage geschaut habe und da irgendein Traumhaus stand. Zum Mieten ja, aber nicht zum Kaufen. Meines, bis eben. Kann sein, dass sich das noch ändert, aber ich will dir das nur mal so mit auf den Weg geben, dass du mal für dich deine Wahrheit findest, wenn alles für dich möglich wäre. Wie genau würdest du leben? Mit wem würdest du dich umgeben? Wie würdest du deinen Tag verbringen? Und ja, ich habe eben die Geldenergie ja schon erwähnt, da gehört natürlich auch ganz viel dazu, dass du die Themen loslässt und du musst noch nicht mal alles im Gesamten wissen, was alles loszulassen ist, sondern auch das ist die Zeitenergie jetzt bis zur Wintersonnenwende, die Schattenseiten, diese Themen, die in uns verborgen sind, mal pauschal loszulassen, die dich bis eben daran hindern, tatsächlich die Klarheit zu bekommen, was wirklich deines ist. Und wie viel mehr kannst du dir so erlauben, ab jetzt in dich hineinzufühlen? Was würdest du gerne machen? Ab dem neuen Jahr, wo du jetzt heute den Grundstein schon legen kannst, kommen wir nachher auch noch dazu, wie du den legst. Was würdest du gerne machen? Und wie sehr ruft deine Seele auch schon in Form von körperlichen Signalen, was auch immer, und will dich darauf aufmerksam machen. Wir haben das nur nie gelernt. Und darf ich dich dazu einladen, ab heute viel mehr dich wirklich mit deiner Seele zu verbinden. Man kann auch dem Kind einen anderen Namen geben, deiner Intuition, wieder in dich hineinzulauschen, diese Botschaft in dir zu erkennen und zu entdecken, ganz wichtiger Aspekt. Und je größer du dir erlaubst zu denken und das auch zu Papier zu bringen, umso besser ist es, weil dann kannst du, dann können wir vom Kopf her nicht mehr den Weg dahin, von unserer Logik her, planen, sondern wir können dann nur noch eines, uns dieser Energie hingeben und dem auch folgen. Was meine ich damit? Hat auch was mit Loslassen zu tun. Du kennst bestimmt diese klassische Bestellung beim Universum. Du fährst irgendwo hin, du weißt, da ist schwierig, Parkplatz zu bekommen. Auf Fingerschnipp bestellst du einen Parkplatz, du lässt los. Du stellst das überhaupt nicht in Frage, dass du da einen Parkplatz bekommst. Und wenn dir direkt einer sichtbar ist, drehst du halt nochmal eine Runde. Du fährst ja dann auch nicht nach Hause, wieder, gehe ich mal von aus, sondern dann drehst du eine Runde und dann siehst du plötzlich, ah, da wird ein Parkplatz frei. Wunderbar. Danke, liebes Universum. Und du hast dann auch dieses Ziel vor Augen, weil du willst dorthin, dort gibt es einen Parkplatz und um die Ecke ist das Geschäft, was auch immer du dort machen möchtest. Du zweifelst da nicht dran. Und der einzige Unterschied zu dem Leben, wie du es selbst wirklich möchtest, gerade in der jetzigen Zeitqualität, ist ja viele noch mehr bewusst geworden, dass ja, diese Box nicht mehr das ist, was man gerne möchte. Und genauso darfst du dein Ziel dann auch künftig vor Augen haben. Und zwar ständig. Für das Universum da draußen gibt es keinen Unterschied, absolut keinen Unterschied, ob du einen Parkplatz bestellst oder das, was du wirklich möchtest. Wenn es für dich das Haus ist, die Traumvilla oder auch frei auf der Welt unterwegs zu sein oder was auch immer.
Für das Universum gibt es keinen Unterschied. Das Universum liefert dir. Und zwar die Dinge, mit denen du dich bewusst, unterbewusst und auch unbewusst in erster Linie ständig mit deinen Gedanken beschäftigst. Weil Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind eine Form von Energie, die wir ständig aussenden. Wie die Bestellung, die du, keine Ahnung, bei Amazon, wo auch immer abgibst. Und Amazon liefert das, was du bestellt hast. Wie machst du das jetzt im Vergleich zum Parkplatz? Weil wir haben ja nun mal diese Bewertungen im Kopf. Wie soll das für mich gehen und. Das hat ja auch viel mit unserem Selbst zu tun, mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe auch. Wie sehr verbiegen wir uns für andere und erzählen uns dann gleich auch noch, ja, ich liebe mich selbst. Aber wie viel mehr ist auch da noch für dich möglich? So, also nochmal zurück zu diesem Schritt. Ich benutze das Wörtchen muss nicht gerne. Ich habe das weitestgehend aus meinem Sprachjargon gestrichen, weil ich muss überhaupt nichts, gar nichts. Auch du musst überhaupt nichts. Auch die Dinge, die dir jetzt durch den Kopf gehen, ja, ich muss, aber, hinterfragst mal, ist das wahr? Du musst überhaupt nichts. Du kannst im Prinzip den ganzen Tag im Bett liegen. Die Frage ist, willst du das? Oder willst du irgendwelche anderen Resultate in deinem Leben haben? Dann ist es vielleicht ganz geschickt, dann morgens doch mal aufzustehen. Du musst auch morgens nicht deine Zähne putzen. Die Frage ist, wie hättest du es gerne? Dann ist es vielleicht ganz geschickt, die Zähne zu putzen regelmäßig. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem, dass du dein Ziel vor Augen haben musst, dass du dich damit ständig verbunden, dass du damit dich ständig verbinden darfst, dass du dich damit ständig auch beschäftigen darfst, und zwar nicht aus dem Mangel heraus, sondern aus der Fülle heraus. Was meine ich damit? Wenn dieses Ziel schon da ist, welche neue Identität hast du da angenommen? Ich sage bewusst nicht Persönlichkeit, sondern Identität. Wie verhältst du dich dann? Wie kleidest du dich? Mit welchen Menschen bist du dann tatsächlich umgeben? Mit was beschäftigst du dich tagsüber? Oder auch nachts in deinen Träumen, was auch immer. Das darf dir immer vor Augen sein. Das heißt, du darfst dir jetzt schon ganz konkret vorstellen, dass du dieses Ziel erreicht hast. Da gibt es eines der Naturgesetze. Ich habe eben erwähnt, alles ist eine große Energie, wir sind alle ein Teil des Ganzen, also auch du. Also bitte, sollte bis eben noch mal Gedanken aufgekommen sein, bei mir funktioniert das nicht, ich kann das nicht oder ich bin das nicht wert oder keine Ahnung, was auch immer. Es gibt ein Gesetz der Annahme und das Universum bewertet nichts und niemanden. Das liefert immer nur. Deshalb wirkt es auch bei dir, dass du jetzt schon in die Vorstellung gehst, wie es ist, wenn du dieses Ziel erreicht hast und auf dem Weg dahin auch die Botschaften des Universums erkennst. Und zum Beispiel auch, das mit der Parkplatzbestellung habe ich eben ja schon erwähnt, ich bringe da noch ein anderes Beispiel, was ich meine, auch die kleinen Dinge, wie das Universum dir Dinge liefert, die du bis eben überhaupt nicht erkannt hast, wo du vielleicht denkst, ja, ist ja normal. Wir waren gestern einkaufen, ich und mein Schatz, und ich habe noch Früchte gesehen, die ich gerne wollte, war dann aber wieder abgelenkt und habe dann im Auto gedacht, ach, ich wollte mir doch diese Früchte noch kaufen. Und okay, vorbei. Unsere Tochter war auch einkaufen.
Und was habe ich gestern Abend entdeckt, was sie mitgebracht hat? Genau diese Früchte, die ich auch kaufen wollte, aber vergessen hatte. So agiert das Universum. So liefert das Universum dir auch Bestellungen. Jetzt können wir sagen, ja, geht ja jetzt hier nur um Früchte. Ja. Aber das Universum liefert so ganz präzise. Wie viel mehr kannst du das ab sofort erkennen? Wie viel mehr Hinweise das Universum dir auch schickt? Und genau aus diesen Dingen, könnte man jetzt noch eine Stunde hier mit Beispielen verbringen, habe ich, als ich mich noch tatsächlich auch in meinem Beruf gefangen fühlte, am Arbeitsplatz, war stolz auf diese Stelle mal war, als ich diese bekommen hatte und auch recht gut verdient hatte, mich aber fehl am Platz fühlte. Genau aus solchen Dingen habe ich mir die Rückenstärkung entnommen, auf welche Art und Weise das Universum liefert. Ja, das Universum nicht bewertet. Gesetz der Annahme. Gesetz der Gedanken, die du aussendest. Gesetz der Resonanz. Das, was du aussendest, stößt auf Resonanz und das kommt auch zu dir und nichts anderes. Nächster Punkt, der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Den Impulsen. Wir haben eben darüber gesprochen, in die Stille zu lauschen und auf die Botschaften deiner Seele zu lauschen, innezuhalten. Wenn alles für mich möglich wäre, wie hätte ich selbst denn wirklich gerne? Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diesen Impulsen aus deiner Seele, die da kommen, auch zu folgen. Und schau mal auch da, wie das Universum agiert hat. Kurz bevor ich hier live gegangen bin, hatte ich den Impuls, noch eine Karte zu ziehen. Universum, bitte gib mir noch eine Botschaft für unsere wunderbaren Teilnehmer, die jetzt hier live dabei sind und auch die später das Replay anschauen. Und wie treffend ist das? Erkenntniswege sind niemals einfach, weil sie Veränderungen in dir bewirken müssen und nichts ist euch Menschen so verhasst, wie euch zu verändern. Impulse aus deiner Seele, die da kommen und diesen Anweisungen zu folgen. Und auch da habe ich dir ein wunderbares Beispiel mitgebracht. Wenn du noch im Beruf bist, also im Beruf, bin ja auch im Beruf, folge dem Ruf meiner Seele. Wenn du noch in einem Job bist, sagen wir es so, also im Angestelltenverhältnis oder wie auch immer. Und dein Chef kommt zu dir und sagt zu dir, mach das so und so, machen Sie das bitte so und so, ab Montag wird das so und so gemacht. Dann ist das eine, man könnte auch sagen, Handlungsanweisung, die dein Chef dir gibt. Und dann befolgst du sie, gehe ich mal von aus. Ja? Also ich habe das früher immer schön brav gemacht. Wenn man mir gesagt hat, sie machen das so, habe ich das auch so gemacht. Auch wenn ich gedacht habe, na, könnte auch anders sein, aber okay, Chef hat gesagt. Haben wir ja auch so gelernt in der Kinderstube, ne? Wenn Vorgesetzte, in dem Falle dann die Eltern, die Großen, die Erwachsenen uns etwas sagen, dann haben wir das auch so gemacht. Das Ding ist nur, wie sehr und wie oft hat dir deine Seele bis eben, nur mal zum Bewusstmachen, Botschaften geschickt in Form von Gefühlen, in Form von Früchten, was auch immer, in Form von Gedanken, in Form von Bildern, in Form von Ideen, in Form von Begebenheiten, in Form von was auch immer, mit dem Hinweis, ihr zu folgen, also Impulse, deine Intuition, der Handlungsanweisungen gegeben, wenn wir es mal mit diesem Wort benennen. Und du bist ihm nicht gefolgt. Hm.
Auch wenn dich das jetzt triggert, ich möchte dich damit mal so ein bisschen wachrütteln. Wir folgen den Handlungsanweisungen vom Chef, vom Vorgesetzten, von wem auch immer. Schön brav. Man könnte es auch ausweiten auf andere Situationen, gerade jetzt. Und wie wenig folgen wir den Handlungsanweisungen von unserer Seele? Und welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, das verändern würde? Darf ich dich dazu einladen, jetzt mal ein Commitment mit dir selbst einzugehen, mal künftig auf die Handlungsanweisungen, die deine Seele dir schickt, die Impulse, die Intuition, die Ideen, die Gedanken, die Gefühle, die körperlichen Disharmonien, die deine Seele dir schon schickt, weil sie auch deinen Körper schon mit im Boot hat und sagt, hey, der hört einfach nicht auf mich. Körper, schick mal ein paar Disharmonien. Vielleicht klappt es dann, dass er, der Mensch, auf dich hört. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, jetzt deine Seele zu lauschen auf die Botschaften, die sie dir schickt. Und das ist das, sind wir beim nächsten Punkt, dass es darum geht, diese Impulse zu erkennen und auch umzusetzen. Und das ist etwas, was uns Angst macht, weil unser Stammhirn da rebelliert, das machen wir auf gar keinen Fall. Da habe ich keine Referenzpunkte, da weiß ich nicht, wo das hinführt. Wir haben doch auch schon mal etwas ausprobiert und das hat nicht funktioniert. Und ich kenne jemanden, der hat das auch schon mal gemacht, hat das auch nicht funktioniert. Und dann habe ich auch schon mal das ausprobiert, hat nicht funktioniert. Nein, auf gar keinen Fall machen wir das jetzt. Und schon erzählen wir dem Universum wieder, bei mir funktioniert das nicht. Und dann sagt das Universum, okay, dann drehen wir nochmal ein paar Schleifen. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die Impulse, die zu dir kommen, denen auch zu folgen. Mit anderen Worten, wenn du Veränderungen in deinem Leben haben möchtest, beruflich und privat, das Gesundheitliche, setz dich mal in Klammer, weil auf der gesundheitlichen Ebene, und da spreche ich von mir jetzt, wie viele Botschaften hat meine Seele mir auf der gesundheitlichen Ebene geschickt und als ich begonnen habe, dem Ruf meiner Seele zu folgen und mir für mich, für die Familie, für meinen wunderbaren Mann, für unsere Kinder ein wirklich freies Leben zu gestalten. Seitdem schickt sie mir irgendwie keine Botschaft mehr über den Körper. Darf ich dich dazu einladen, für dich mal die Rückschlüsse für dich zu ziehen, im Hinblick auf die Botschaften, die deine Seele dir bis eben über den Körper schickt? Auch die, wo du denkst, naja, ist ja normal, wenn man älter wird, ist ja normal, dass man das und das hat. Oder was auch immer. Das Universum schickt dir immer deine Seele, das Leben, immer Möglichkeiten und Chancen. Und es ist so, so wichtig, die auch zu erkennen und diesen zu folgen, diesen Handlungsanweisungen zu folgen, umzusetzen. Über den Tellerrand hinaus zu denken. Weil wenn du in einem anderen Leben ankommen möchtest, dann das geht nicht anders. Da verwende ich jetzt noch ein zweites Mal das Wörtchen muss, weil das geht da gar nicht anders. Dann musst du deine Komfortzone verlassen. Und da kommen Unsicherheiten auf, da kommen Ängste auf, weil unser Stammhirn diese Veränderung einfach nicht mag. Und da geht es auch darum, Altes loszulassen. Und wie sehr
Auf der unbewussten Ebene wehrst du dich bis eben, Altes loszulassen, auch wenn das Alte noch so schmerzhaft ist. Aber das Leben nicht schmerzhaft ist in Wahrheit. Wie sehr leidest du noch bis eben? Und wie sehr kannst du das jetzt aufgeben und der Friede, der Freude, der Leichtigkeit, dem Spaß, der Heiterkeit, der Freude und all den Energien, die wirklich zu dir passen und auch zu dir gehören, wieder einen Raum zu geben? Was würde das wohl alles verändern, wenn das jeder machen würde ab heute? Ab jetzt. Darf ich dich dazu einladen, dich den Gedanken zu öffnen, dass du dir deine Welt so erschaffen kannst, wie sie dir gefällt, fernab von dem, was man uns glauben gemacht hat und vielleicht auch gerade jetzt glauben macht. Wie sehr würdest du tatsächlich gerne frei leben? Weil du vielleicht auch so wie ich denkst, mir kam immer mal so der Gedanke auf, die Welt ist viel zu schön, ich habe schon immer gerne Reisedokumentationen geschaut, die Welt ist viel zu schön, um wieder zu gehen und viele Orte nicht besucht und entdeckt zu haben. Ja? Es gibt gerade im Moment ein paar Einschränkungen, aber es gibt auch noch viele Länder und Möglichkeiten, wo es auch anders geht. Erschaff dir deine Welt so, wie sie dir gefällt. Was wäre, wenn du dir erlaubst, dass Freiheit wirklich eines deiner höchsten Werte ist? Und ja, wenn ich so an mich zurückdenke, als ich dann mal angefangen habe, mal offen über meine Ziele zu sprechen, wo der Weg für mich, für die Familie hingeht, frei auf der Welt zu leben, unabhängig, und auch der Tag X kam, wo ich mich dann auch abgemeldet hatte in Deutschland, was auch ein total seltsames Gefühl war, aber ich bin dem Ruf meiner Seele gefolgt. Und wie oft hat man mir da gesagt, du bist aber mutig. Oder als ich nach 30 Jahren die Kündigung im öffentlichen Dienst selbst eingereicht habe, ohne irgendwie mit einer Abfindung oder was zu liebäugeln, du hast nicht mal alle Tassen im Schrank. Und, was ich da alles gehört habe. Wie wäre aber auch der Gedanke, wenn du bis eben noch glaubst, dass es zu riskant ist, wirklich dem Ruf deiner Seele zu folgen, wirklich frei zu leben. Und ich spreche da von einem etwas zu unternehmen. Ich mag so dieses Wort Selbstständigkeit oder Selbstständigkeit, ja, selbstständig zu sein. Da haben wir auch ganz viele eine Prägung zu, vor allem, weil es auch das Wort schon sagt, selbst und ständig. Dahinter verbergen sich natürlich die Prägungen, ich muss ganz viel tun, um ganz viel arbeiten, um auch mehr Geld zu verdienen. Aber Wahrheit, mit viel Arbeit ist selten jemand reich geworden, geschweige denn in dem Leben angekommen, das er gerne hätte selbst. Keine Ahnung. Der oberste Boss von einem großen Konzern, der zwar keine Ahnung, was für ein Einkommen jeden Monat hat, aber wo ist die Freiheit, wo ist die Freizeit? Der hat vielleicht das Geld, aber kann nur bedingt zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr irgendwo das machen, was er wirklich möchte. Ich spreche hier von einem wirklich freien Leben. Wie viel mehr kannst du tatsächlich unternehmen, dem Ruf deiner Seele folgen, um dir ein wirklich freies Leben zu gestalten? Und wie wäre es damit? Wenn wir das mal drehen, dass es viel mutiger ist, seine Träume nicht zu leben,
Wie wäre es damit, dass es viel mutiger ist, seine Träume nicht zu leben, und dass es einfach nur darum ginge, dem Ruf deiner Seele zu folgen, um in dem freien, traumhaften Leben anzukommen, das du wirklich haben möchtest, damit deine Seele dir keine Botschaften mehr schicken braucht, zum Beispiel im Hinblick auf den Körper. Und wie wäre der Gedanke, dass es eigentlich mutiger wäre, Zeit gegen Geld oder auch sich im goldenen Käfig, im Karrieretunnel, auf dem ich ja auch mal unterwegs war, sich zu fühlen, gefangen zu sein und das bis zur Rente durchzuziehen und zu denken, ach dann, ja dann fängt mein Leben an. Ich habe mir irgendwann gesagt, als vor allem im Umfeld mir gesagt hat, sie brauchen nur noch ein paar Jahre durchzuhalten und dann, ja dann, aber das Leben findet doch jetzt statt. Jetzt, in diesem Augenblick, was gestern ist, ist vorbei und was morgen ist ein neuer Tag. Ein neuer, unbeschrifteter Tag. Wie ein weißes Blatt Papier, der liegt vor dir. Und du hast die Möglichkeit zu entscheiden, du hast die Wahl, wie hättest du es gerne. Ich möchte dich jetzt damit nicht dazu animieren, morgen zu kündigen, weil du sagst, ich folge jetzt dem Ruf meiner Seele und diese Arbeitsstelle passt überhaupt nicht mehr zu mir. Ciao. Ich habe ja auch erstmal die Basis geschaffen, das Fundament, bis dann Tag X kam und ich die Kündigung eingereicht habe. Aber die meisten überlassen diese Verantwortung und den Geldeingang von einer dritten Person, wer auch immer das ist, der Arbeitgeber oder wer auch immer, und verlassen sich darauf, dass das jeden Monat funktioniert. Und viele haben gerade jetzt in der besonderen Zeitqualität hier auch die leidliche Erfahrung gemacht, okay, wir schließen oder wir wissen zwar nicht, wie wir ohne sie auskommen sollen, aber wir probieren es mal ab dem nächsten Monat. Wo ist da die Sicherheit? Ich denke, dürfte deutlich geworden sein die letzten Monate, dass die einzige Sicherheit, die wir haben, in uns selbst liegt. Und darf ich dich mal dazu einladen, dass du selbst es in der Hand hast, immer auch das Einkommen zu dir fließen zu lassen, das du gerne hättest und dir das freie Leben, das du auch gerne hättest, zu empfangen, in dein Leben fließen zu lassen. Denn Wahrheit, ich war früher schon immer so unterwegs und habe so geguckt, Gehaltsstufe bis zu dem Punkt komme ich und darüber hinaus geht nichts mehr. Und damit soll ich jetzt mein ganzes Leben dann irgendwie klarkommen, über die Runden kommen, einmal im Monat Geld empfangen und dann gucken, wie ich damit den Monat über die Runden komme. Also bei mir hat das nie wirklich funktioniert. Mit anderen Worten, ich war gefühlt immer im Minus. Und wie schön ist es, wenn du dir erlaubst, mal zu denken, ja, das ist eigentlich mutig, die Verantwortung an andere abzugeben, statt selbst die Verantwortung für mich und für mein Leben und für alles, was es dazu braucht, was ich gerne hätte, zu übernehmen. Wir haben das nicht gelernt, aber wie wäre der Gedanke? Darf ich dich dazu einladen, dich dem mal zu öffnen? In der Richtung unternehmerisch tätig zu sein, etwas zu unternehmen. Was da natürlich ganz, ganz hilfreich ist, wir gerade ein Glas Wasser stehen, deshalb fällt mir das ein. Wir sind mal hierher gekommen mit einem halbwegs reinen Bewusstsein. Wir hielten alles für möglich. Wir wollten die Welt entdecken, erobern. Wir sind morgens voller Freude aus dem Bett, zum Leidwesen von den Eltern, mit großen Augen in die Welt geguckt. Was kann ich heute erschaffen? Was kann ich heute kreieren? Welche Abenteuer kann ich heute erleben? Und wenn ich das mit dem Wasserglas vergleiche, das sind dann immer mehr, wie wenn ich da eine braune Brühe reinmache, tröpfchenweise, immer mehr Dinge
sickert und das sieht man auch an den Augen von Menschen, wie trüb sind die Augen von Menschen geworden. Etwas, was einem gerade jetzt in dieser besonderen Zeit, wo wir in den meisten oder in vielen Bereichen dazu angehalten sind, nur unsere Augen zu zeigen. Wie viel mehr kannst du da wieder für sorgen? Was du künftig in deinen Kopf reinlässt, damit da wieder Klarheit herrscht, deine Klarheit, deine eigene Wahrheit, deine Klarheit, sprich Gedankenhygiene. So wie wir morgens aufstehen und duschen, so geht es auch darum zu schauen, was lassen wir hier in unser Hirn rein und die Dinge, die da reinkommen, auch mal zu hinterfragen. Ist das meine Wahrheit? Ist das wirklich meins? Nur wenn du dein Ziel und deinen Seelenplan kennst, kannst du auch den richtigen Weg finden. Darf ich dich auch dazu einladen, mal in Frage zu stellen, welche Berufe, mit was du überhaupt Geld verdienen kannst und mit was nicht. Vielleicht hast du schon so oft die Idee gehabt, ja, das und das wird mir ja Spaß machen, aber damit kann man ja kein Geld verdienen, weil da gibt es ja schon so viele oder ich kenne welche, die können damit auch kein Geld verdienen oder ich habe das mal probiert, das hat nicht funktioniert. Vielleicht hast du einfach nur die falsche Strategie gehabt. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Man hat eine Idee, etwas zu machen. Man sieht bei anderen, die machen das so. Ein klassisches Beispiel, wo viele, gerade die dann auch schon Erfahrung haben mit der Selbstständigkeit oder nebenberuflich schon lange selbstständig sind oder was machen möchten, mache jetzt erstmal eine Homepage. Dann mache ich noch ein paar Flyer und Visitenkarten brauche ich und dann läuft's. Wen interessieren heute noch Homepages? Als ich vor 18 Jahren gestartet bin, hat das wunderbar funktioniert, aber heute nicht mehr. Das meine ich mit der Strategie. Du brauchst natürlich auch eine auf dich abgestimmte Strategie, zusammen mit deinem Ziel, zusammen mit deinem Seelenplan, um dem Ruf deiner Seele auch zu folgen. Und dann kannst du mit Dingen Geld verdienen, deinen Lebensunterhalt dir sichern, wo du bis eben noch gar nicht geglaubt hast, dass es überhaupt möglich ist. Es kann nicht sein, dass dafür Geld in mein Leben fließt. Ja, was wäre, wenn es so einfach wäre? Was wäre, wenn es möglich wäre? Da dürfen wir uns natürlich auch vielen Mustern und Glaubenssätzen loslassen. Vor allem, wenn wir aus dem Angestelltenverhältnis kommen. Einmal im Monat fließt Geld aufs Konto. Und dann muss ich gucken, wie ich den ganzen Monat mit auskomme. Mein erstes Ziel war, jetzt fließen ab sofort mal zweimal im Monat Geld aufs Konto. Und dann mal viermal. Und dann mal jeden Tag. Und dann erlaube ich auch aus anderen Quellen noch Geld zu mir fließen zu lassen. Weil das Geld ist nichts anderes als Energie. Wie auch du bist nichts anderes als ein Energiewesen. Und wie sehr kannst du diese Verbindungen jetzt wieder dir erlauben, aufzubauen, wo du dich bis eben noch abgeschnitten hast? Bewusst, unterbewusst oder auch unbewusst. Es ist eine Entscheidung, die du heute treffen darfst, wenn du möchtest. Weil wir haben eines auch bekommen, wir haben freien Willen bekommen. Wir dürfen selbst entscheiden, folge ich jetzt den Handlungsanweisungen meiner Seele oder missachte ich sie? Mit anderen Worten, ich würde dich auch mal gern dazu einladen, in Frage zu stellen, womit du Geld verdienen kannst und womit nicht. Und jetzt lausch mal in dich hinein. Wie wäre es, wenn du beginnst, ab heute dem Ruf deiner Seele nicht nur zu folgen, sondern dir auch erlaubst, damit die Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen, die du dazu gerne hast. Wenn du es dir erlaubst.
Und wie wäre es, dich auch dem Gedanken zu öffnen, offen dafür zu sein, dass Geld auch aus vielen verschiedenen Richtungen zu dir fließen kann? Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch noch, wo ich dich auch einladen möchte dazu. Leg los, bevor du bereit bist. Leg los, bevor du bereit bist. Einer meiner Leitsätze. Lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Also löst dich von Perfektionismus. Das sind auch viele Muster und Prägungen, die aus der Kinderstube, aus der Schulzeit, woher auch immer die kommen, in uns verankert sind. Wir müssen nicht wissen, wo sie herkommen, nur allein das Erkennen. Leg los, bevor du bereit bist. Und lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Schau mal. So im Alter von 9 Monaten etwa, ja, wir können uns daran nicht mehr erinnern, haben wir drüber nachgedacht, wir müssen jetzt erstmal die perfekte Körperhaltung haben, bevor wir anfangen, laufen zu lernen. Nee, wir haben immer öfter versucht, uns aufrecht hinzustellen und es ist uns allen gelungen. Ich gehe mal von aus, auch dir, dass du weiter aufrecht auf 2 Beinen stehst und durch die Welt gehst. Hast du auch nicht drüber nachgedacht? Ich muss jetzt erstmal eine perfekte Körperhaltung haben. Der Weg ist das Ziel. Und du bist einfach gestartet. Einfach immer geübt. Das ist damit gemeint. Leg los, bevor du bereit bist. Lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Und was da ganz, ganz wichtiger Aspekt auch ist, erlaub dir, in Lösungen zu denken. Da gibt es sogar ein Wort für. Nipselt, kannst du gerne mal googeln, findest du bestimmt. Nipselt, was heißt das? Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Hör auf zu denken, das geht nicht, weil das funktioniert jetzt nicht, jetzt gerade schwierige Situation da draußen, jetzt ist gerade Weihnachten, da kann ich ja nicht und dann jetzt ist dies und jenes und die Familie fordert mich, die Kinder sind noch zu klein, oder was auch immer. Ich war immer lösungsorientiert unterwegs. Wie geht's? Wie kann es jetzt funktionieren? Und wenn mich manchmal welche Fragen so rückblicken, wenn ich so aus meinen Anfängen erzähle, wie hast du das damals nur geschafft? Ich hatte da gar keine, hätte keine Energie dafür oder was auch immer. Ich habe mir erlaubt, einfach in Lösungen zu denken. Und ja, da waren auch mal Tage dabei, wenn die Kinder abends geschlafen haben, dann hat mein Tag nochmal neu angefangen. Weil ich einfach raus wollte aus dieser Box, weil ich frei leben wollte. Und das ist auch für dich möglich. Und was da eines meiner größten Learnings auch auf dem Weg dahin ist, bis heute Menschen an der Seite zu haben, Mentoren, Coaches, die mir jetzt den Weg zeigen, weil ich habe viel erreicht in meinem Leben, aber trotzdem höre ich ja nicht auf zu wachsen und will weiter. Und das ist auch etwas, ich kenne niemanden da draußen, der glücklich und erfolgreich ist, einen Mentor an seiner Seite hat, der ihm auch den Raum hält, in dieser Energie zu bleiben, weiter in die Richtung zu gehen, wo es tatsächlich hingeht. Und auch gleich darauf aufmerksam macht, hey, guck mal, da hast du gerade einen Gedankenknoten im Kopf. Denk mal um die Ecke. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch. In Lösungen denken und Mentor an deiner Seite zu haben, der dir diesen Weg zeigt, der dir ein Wegbegleiter ist. Wie das früher deine Mama, dein Onkel, dein Opa, dein Papa, wer auch immer war, der dich an die Hand genommen hat, dass das mit dem Aufrechtgehen und dem Laufen funktioniert. Nur als wir dann die Schule durchlaufen haben, als wir noch Abitur gemacht haben oder ein Studium, haben wir gedacht, so, jetzt kann ich, jetzt weiß ich, jetzt kann ich, kriege ich das alles alleine hin. Ausbildung, jetzt kriege ich das alles alleine hin. Aber nirgendwo hat man uns beigebracht, wie das Leben funktioniert. Und diese kleinen Feinheiten, was es überwiegend den ganzen Tag auf der unbewussten und unterbewussten Weise in dir denkt. Das sind genau die Gedankenfrequenzen, die beim Universum ankommen, die die Bestellung auslösen und dir bis eben Dinge in deinem Leben geschickt haben, die du eigentlich gar nicht mehr möchtest. Mit anderen Worten, erlaub dir, dich deinem Potenzial auch zu öffnen.
die Kreativität zur Entfaltung zu bringen, auch wenn du bis eben glaubst, du bist nicht kreativ oder dir fehlt dir an irgendetwas. Wie einzigartig bist du? Deine DNA, die gibt es nur ein einziges Mal auf dieser Welt, selbst wenn du eine einäugige Zwillingsschwester hast. Einäugige, eineige. Du weißt, was ich meine. Wie sehr darfst du dir ab heute erlauben, deine Einzigartigkeit zu erkennen? Auch wenn du bis eben glaubst, da ist nichts einzigartig mit dir. Die gibt es nur einmal auf dieser Welt. Wie sehr kannst du dir ab heute erlauben, deine Schöpferkraft in Besitz zu nehmen, weil nur du selbst und niemand anderes bist die Schöpferin deiner Lebenswirklichkeit, die Erschafferin deiner Lebenswirklichkeit, weil nur du deine eigenen Gedanken aussenden kannst. Ja, dazu gehört es natürlich auch dazu, ein ganz wichtiger Aspekt, was auch Training und Übung bedarf, wirklich Chef im Kopf zu werden, wirklich das auszusenden, was man wirklich möchte und aufhören, gedacht zu werden. Das kennen wir ja alle. Wir wachen morgens auf und schon fängt irgendwas in uns an zu denken. Da fängt es schon morgens an, bewusst die Kontrolle oder die Regie. Kontrolle hört sich so ein bisschen kräftig an. Die Regie im Kopf zu übernehmen. Wie viel mehr kannst du dann wirklich in deine wahre Kraft und Stärke kommen? Die Fülle in dir, die Botschaften, die Impulse, die deine Seele dir schickt, das Universum um dich herum zu erkennen und dich ab heute wirklich auf den Weg deines Herzens zu begeben, dem Ruf deiner Seele wirklich zu folgen. Wie viel mehr ist da für dich möglich? Kannst du das spüren, wenn du es mal zulässt? Dass für dich viel, viel mehr möglich ist, als das, was du bis eben für möglich hältst. Und wenn der Kopf dir jetzt sagt, wie genau geht es jetzt weiter, die Irmgard hat gut reden, das klingt alles so einfach, die hat es ja geschafft und der hat es ja auch geschafft. Ich stecke aber hier in dieser besonderen Situation fest, ich habe schon so vieles probiert, habe schon investiert und, was auch immer. Was ist sonst noch möglich? Wie kann es jetzt gehen für dich? Ich schreibe dir gleich einen Link zu einem Bewerbungsbogen. Überschrift: Was fehlt dir wirklich, aus deiner Sicht, deinen Seelenplan zu leben? Es gibt in unserer Akademie verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung. Füll diesen Bogen aus. Es sind nur so ein paar Fragen, erstmal Multiple Choice. Und im Rahmen einer Beratung, die kostenfrei für dich ist, bekommst du wertvolle Schritte für dich an Hand. Du kannst da in dieser Beratung nichts erstmal kaufen. Nichts, du wirst kein Angebot bekommen, um etwas zu kaufen. Sondern es gibt erstmal ein Beratungsgespräch, dann am Telefon. Wenn du zu den Auserwählten gehörst, wenn wir das Gefühl haben, ja, wir können dir wirklich helfen. Und dann erstmal miteinander sprechen und dann auf dich abgestimmt, auf deine Bedürfnisse, können wir dann gerne auch ein Angebot dir machen, wie wir dich im Rahmen der Irmgard Anna Bronder Akademie unterstützen können oder auch wir beide direkt miteinander wirken können. Ich sage jetzt bewusst wirken können, nicht arbeiten können, sondern wirken können, damit du dort ankommst, wo du wirklich hin möchtest. Damit du jetzt den Grundstein legst und in dem freien Leben ankommst, wo du wirklich hin möchtest. Weil dieses Leben ist ein Wunschkonzert. Alles ist möglich, auch für dich. Und was wäre, wenn heute der erste Tag von deinem Leben, von deinem neuen Leben wäre, weil du heute die Entscheidung triffst, ja, heute geht es in diese Richtung weiter. Alles ist möglich. Wie kann es gehen? Stell Fragen, öffne dich den Lösungen und erkenne die Botschaften der Seele, die sie dir schickt, in Form von vielen Begebenheiten rundum, in Form von meinen Worten, die ich heute hier mit dir geteilt habe. Und ich freue mich auf die persönliche Begegnung mit dir. Alles Liebe, habt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Bis dahin.
Na, ciao, ciao.